Welcome back! Ja, wir müssen jetzt hier gegen Team Rose kämpfen. Und ich wurde gleich mal am Anfang geowned. Hallo? Geht's noch? Ach, ich muss direkt Neustart machen, weil... Wie ihr wisst, ist dieses Kampfsystem etwas verglitscht in dem Spiel. Also, man trifft dauernd auf den Gegner, man sammelt die geringe von denen ein. Ein weiterer Glitch ist, dass man irgendwie auf einmal stirbt oder... das gegnerische Team Z bekommt, obwohl die gar nichts so gemacht haben. Also ich werde es nochmal mit dem... Was? Ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Was ist das für eine Scheiße? So. Ich werde jetzt einfach mit Charmy immer Vector und Espio abfeuern. Guck, man wird sofort getroffen. Man wird jede Millisekunde, in der man sich irgendwo hier in dem Bereich befindet, von dem gegnerischen Team getroffen. Ich versuche es jetzt einfach mit Vector, so. So, jetzt habe ich noch mal ein Schutzschild und wurde natürlich gleich wieder getroffen. Ja, wie kommen die denn hier hin? Sorry, dass ich mich gerade irgendwie aufrege, aber... Was? Doppelglitch. Wir wurden... Hä, was? Wo befand ich mich gerade? Das Spiel, du kannst dich mal. Also sowas Verbuggtes habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich werde jetzt die ganze Zeit mit Charmy auf die abfeuern. Und Z bekommen. Die bekommen sowieso gleich wieder Z aus irgendeinem unbekannten Grund. So, bitte sterben die denn nicht? Ich sehe euch, I'm watching you. Woher haben die das Z? Ganz ehrlich, woher bekamen die das Z? Die haben nichts gemacht, die haben nichts angegriffen, die wurden nur von mir geowned. Was machen die da? Dancen oder was? Okay, habt ihr irgendeinen Knall oder... Die sind auch... wurden alle wiederbelebt. So, jetzt setze ich meine Z-Attacke ein. Und jetzt? Das ist... Leute. Das ist unrealistisch. Das Spiel ist nicht mehr realistisch. Ich meine... Es hat hier eher was mit Glück zu tun. Und auf einmal sind sie dann tot. Ich warte gerade nochmal auf ein neues Set. Aber möglichst vor denen. Aber die bekommen sowieso jetzt gleich wieder vor mir Set. Hätten wir? ZZ. Ah, ich habe eingesetzt. Okay. Und jetzt hoffe ich mal, dass sie tot sind. Denn das ist ja echt nicht mehr normal hier. Stirb doch endlich mal. Ich meine das ernst. Was sind die jetzt? Was machen die denn, Amy? Was hat die... Boah. So, und jetzt? Wenn ich mit Vector angreife? Amy, ja, du bist die Beste. Ha, Amy lebt nur noch. Nicht Amy. Ich meine, Cream lebt nur noch. Und wir haben es jetzt endlich geschafft. Also, sowas Glitschiges habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Glitschiges im Sinne von fehlerhaft. Ja, wir bekommen auch noch einen E-Rank. Als ob es nicht schlimm genug wäre, dass die hier irgendwie 1000 Milliarden Bugs einbauen. Sorry, falls ich mich jetzt etwas aufgeregt habe. Aber ganz ehrlich, schreibt einen Kommentar, wenn ich wirklich recht habe. So, jetzt kommen wir in die Hang Castle. Und müssen einen Schlüssel finden, irgendwie, was, keine Ahnung. Die Filmsequenz, sorry, kann ich leider nicht wegdrücken. Aber gut. So. Erstmal holen wir uns hier die Ringe ab. Moment, ich muss mich mal kurz muten, bis gleich. So, hier bin ich wieder, es geht weiter, es geht jetzt auch besser, hoffentlich. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich im Hals. Nochmal gut. So, hier ist ein Schlüssel. Hey, da ist so ein Schlüssel.
Achso, wir müssen 10 Schlüssel finden. Also der gehört nicht dazu. Okay. Gibt's hier auch noch einen? Nein, so wie es aussieht nicht. Nee. Okay. Dann werde ich mal den Schalter betätigen. So. Hier gibt es bestimmt auch nochmal Schlüssel. Muss es ja. So, was wird das hier jetzt? Ich will da hoch. Mann. Lasst mich doch hoch. Mein Gott. So. Ey. Ich brauche Schlüssel. Ich brauche irgendwelche Schlüssel. Kann sein, dass es hier gar keine mehr gibt. Blöd gemacht. Hier gibt's noch einen. Dankeschön. So. Und dann muss ich erst euch mal besiegen. Vektor an die Macht. Gut. Schalte ein. Blume auf. Und rein. Hä? Oh, egal. Das war jetzt nicht so geplant, aber gut. Jetzt können wir auch hier durch die Tür gehen. Und dort sehen wir einen neuen Schlüssel. Gut. 3 haben wir schon mal. Und hier. Achso, das war eine Plattform, die nach oben fährt. Konnte man ja gar nicht sehen. Wo ist sie jetzt? Kommt ihr mal wieder runter? Da ist sie. So, dankeschön. Fahren wir nach oben. Okay. Moment, da gab es noch Ringe, aber die will ich nicht unbedingt haben. Die brauche ich nicht. Okay, ein Checkpoint. Und hier gibt es noch einen Schlüssel. Hier gibt es noch eine Blume, die werde ich direkt mal aufmachen und schauen, was es denn dort drin gibt. Ja, Gegner. Und deswegen setze ich meine Z-Attacke ein. Die ist jetzt sehr gut dafür. Und mein Headset rutscht wieder, sorry. Ah, okay. Dann können wir auch wieder zurückgehen. Und wir brauchen nur noch mal 5 und dann haben wir auch schon alle. So. Hier hin. Vektor hat den umgebracht. So, das will ich aber haben. Das hier auch. Dankeschön. So. Noch ein Luftballon. Das war eigentlich nur Flugkraft, die wir gar nicht mehr brauchten. Nochmal Gegner. Oh, wir haben über 100 Ringe. Das ist gut. So, den Zauberer haben wir jetzt auch besiegt. Und ich wette mit euch, hinter uns befindet sich jetzt noch ein Schlüssel. Ah, ich hatte recht. Wo auch sonst? So, hier gibt's nochmal Ringe. Und ein Gegner, einen bösen, bösen Gegner. Hä, was? Das war... Ach so, der Pfad geht da lang. Aber das war gerade irgendwie ein bisschen verwirrend. Okay, und hier gibt's noch einen Schlüssel. Wow. Ich wäre fast zu weit gesprungen. Tür auf. Oder auch nicht, weil es hier wahrscheinlich noch einen Schalter gibt. Genau. Okay. Und Z ansetzen. Boom. 30 Ringe haben wir jetzt mal bekommen. Nicht besonders viele, aber gut. Level up mit Espio. Hier gibt es noch einen Schlüssel. Und wie viel brauchen wir noch? 1 oder 2? 2 Stück. Okay. Erstmal die Tür aufmachen. Dankeschön. Level up gehen. Die Ringe nicht vergessen. So, und mit Vektor die Gegner besiegen. Von hinten ist am besten. Gut. Und. Hier auch nochmal. So. Und hier. Okay. Habe ich jetzt schon einen Schlüssel verpasst? Ich glaube nicht. Oder? Eigentlich nicht. Naja, da ist wieder ein Schalter drin. Und 2 Schlüssel brauche ich ja noch, die ich möglichst schnell finden sollte.
Okay. Sollte ich hier jetzt Z einsetzen? Ich versuch's einfach mal. Auch wenn mir das nicht viel bringt, ich setze einfach mal Z ein. Na gut, 20 Junge. Immerhin. So, ein Luftballon. Und noch ein Gegner. Komm. Ah, gut. Geht doch. Nein, ich will nicht runterfliegen. Ach, Mann. Nehme ich lieber wieder Creamy und dann bleibe ich wieder wenigstens hier oben. Hey, ein Schalter. Schalter. Gut. Und der Switch ging auf. Okay. Hier ist noch ein, hier ist noch ein Schlüssel. Was? Wir haben einen verpasst. Stimmt das? Also einen Schlüssel müssen wir verpasst haben. So wie es aussieht, ist das wirklich so. Okay. Aber wo ist dieser eine Schlüssel? Das ist jetzt mies, aber gut. Ich werde ihn finden. Wow, was war das? Wow. Hilfe. Was passiert hier? Wow. Glitch-Alarm. Ey, geht's hier nochmal? Dann gehe ich nochmal hier runter. Schau nochmal hier nach. Aber hier gab es eigentlich auch nichts mehr. Auch nichts mehr. Schalte ein. So, hier in dem Bereich könnte ich irgendwo einen vergessen haben. Zumindest sagt mir das mein Gefühl. Ob sich das bestätigt, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt hier mal gründlich nachschauen. Ja, ich besiege dich mal. So. Hier gab es auf jeden Fall keinen mehr. Dann fliege ich mal hier hoch. Dort gab es auch nichts mehr. Okay. Hier waren wir schon. Aber es schadet ja nichts, wenn ich dort nochmal nachschaue. Ach nein, das wollte ich doch nicht. Nein, das war ein Fehler. Das wollte ich nicht. Und vielleicht habe ich genau dort den Schlüssel vergessen. Übersehen, was auch immer. Okay. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen abkürzen. Moment. So. Ne, ich lasse es lieber sein. Bevor ich jetzt hier noch sterbe, erspare ich mir das Abkürzen. So, Plattform. Dankeschön. Ich will nur landen. Damit ich jetzt hier wieder abspringen kann. Und hier hoch geht's. Und hier lang geht's. Hey! Moment mal. Moment mal. Hier ging es doch noch lang, oder? Nee, dort geht's gar nicht mehr lang. Okay. Sorry. So, jetzt sollte ich aufpassen. Hier ist vielleicht noch ein Schlüssel. Oder? Nee, hier ist kein Schlüssel mehr. Also, ich fühle mich gerade äußerst verarscht, denn ich weiß echt nicht, wo sich der letzte Schlüssel befinden könnte. Dort runter her können wir nicht. Okay. Ich werde ihn finden, Schlüssel. Ich werde ihn finden. So. Erstmal hier hin. Vielleicht ist er ja auch hier oben. Nee, nicht. Doch, hier ist bestimmt ein Schlüssel. Ja, hier ist er. Okay, der war mies versteckt, aber wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. Gut. Mission beendet. D-Rank war klar, wir haben zu viel Zeit verschwendet. Und dann kommt nichts Gutes raus. So, wir hatten jetzt auch 60 Embleme. Sembleme, gut. Ringrennen haben wir freigeschaltet. Juhu. Gut. So, jetzt geht's zum Mystic Mansion. Und hier müssen wir alle roten Fackeln auspusten. Und mit wem machen wir das? Natürlich am besten mit Espio. Der ist am besten dafür. So, geh aus. Geh aus, dankeschön. Hier werde ich auch mal auspusten, auch wenn das... Wenn wir das nicht machen müssen. Okay, stirb. Hä, der war aber schnell tot. Egal. So. Sch
Schalter. Ein. Also dich töte ich auch mal. Okay. Ach, dort oben gibt es eine Platte. Wir müssen hier tatsächlich 60, wie heißt es? Was wollte ich gerade sagen? Achso, wir müssen tatsächlich 60 von diesen Kerzen ausblüßen. Oder was auch immer das ist. Diesen Fackeln. So, hier außenrum gibt es nichts mehr. Okay. Dich aus, dich aus, dich aus, dich aus, dich aus. Komm, geh aus. Dankeschön. Und dich aus. Oh mein Gott, Charmy hat Lichter gefunden. Oh mein Gott, ein Weltwunder. Ich habe die noch nicht gefunden, also ich habe hier noch gar kein Licht gesehen. Was haben die denn? Hier hätte ich wieder wunderbar Z einsetzen können, aber gut. Ich werde jetzt erstmal die Kerzen ausbußen und dann sehe ich weiter. So. Dich auch noch. Vectors Einsatz. Töte sie alle. Okay, und jetzt haben wir schon Z bekommen. Habe ich noch eine Fackel übersehen? Nein, nicht. Eher vergessen, übersehen habe ich keine. Okay, hier setze ich mal Z ein. Yay. So, 45 Ringe gab es dafür. Und für 5 weitere bekommen wir auch schon wieder ein extra Leben. So. Einen weiteren. Ach, habe ich jetzt hier wieder... Na, ah, ich hätte die fast vergessen. So. Dich mache ich auf und springe auch rein. Oh, hier ist so ein Ventilator. Okay. So, stirb. Kann doch nicht so schwierig sein. Ist er jetzt tot? Ich glaube schon. Okay. Hier die Fackel aus. Die Fackel aus. Und dich töten. Also wir sollen ja nur rote Fackeln auspusten, aber ich weiß nicht, ob die dazu gehört. Ne, die blaue gehört nicht dazu. Okay, hier gibt es also auch Flammen. Kann ich die auch auspusten? Komischerweise schon. Hm, komisch. Egal. Jetzt müssen wir nur noch hier hochfliegen und dich umbringen. So. Okay. Und... Mist, ich wollte erstmal die Blume aktivieren, aber gut. Ist ja egal, wie rum ich das jetzt mache. Hat mir sehr viel gebracht. Okay. So, was gibt's hier noch? Eine sinnlose Flamme. Und unter mir gibt es nichts mehr. So, den Gegner habe ich auch noch besiegt. Und dann geht's jetzt hier weiter. Hä, was? Hä, bin ich wieder hier? Na gut, dann mache ich das ganze Spiel nochmal neu. Den hier aktivieren. Dann muss ich die Blume doch wohl von der anderen Seite aktivieren. Also bevor ich den Schalter aktiviert habe. Okay. So. Blume auf. Man gerät schon fast automatisch in den Schalter. Das finde ich ein bisschen blöd. So, hier gibt es jetzt einen langen Raum. Mit sehr vielen Fackeln. Habe ich die jetzt erwischt? Ich glaube schon. Ey! Mach die aus! Dankeschön. Okay, du auch noch. Hier auch noch. Ey, geh aus! Los! Gleich hätten wir auch schon mal die Hälfte. Okay. Und da wir genau hier nach der Runde die 30 haben, denke ich mal, dass wir keine übersehen haben. Und hier gab es eine Platte. Die müssen wir sicherlich aktivieren. So, jetzt geht wahrscheinlich hier die Tür auf. Glaube ich zumindest. Ja, wir haben das Knacken gehört. Hier ging die Tür auf mit einem Schalter im Inneren.
Okay, hier gibt's also nochmal ein paar Fackeln. Fackel aus. Und nochmal. Und hier setze ich mal Z ein. Und man sieht noch den Wirbelsturm, den ich gerade ausgeführt habe, im Hintergrund. Ja, jetzt nicht mehr, aber eben hat man den noch gesehen. Okay, noch eine Fackel aus und noch eine. Und wie geht's jetzt weiter? Überfliegen? Ja? Hä? Was? Okay. Was will ich mit Power? Hä, wie soll ich das denn überleben? Ach, okay, ich habe eine Idee. Hä? Wie soll man das schaffen? Hallo? Ja. Wie soll ich es denn auf die andere Seite schaffen? Also da steht Power. Ich weiß nicht, da steht da Speed. Aber ich weiß nicht, ob das S für danach gemeint ist oder für jetzt gleich schon. Wow, das war knapp. Aber wie soll ich das schaffen? Hallo? Okay. Gleich habe ich kein Leben mehr. Kann mir hier mal jemand einen Tipp geben? Ach, ich weiß wie. Oder? Moment, ich besiege erstmal die Gegner nochmal. So, stirb. Dankeschön. Versuche jetzt mal kurz was. Okay, das klappt also auch mit Espio. Ich kam gerade nur nicht drauf. Espio. Kannst du auch mal loslassen? Dankeschön. Deswegen war damit auch Speed gemeint. Okay. Konnte ja keine Ahnung, dass der SBO das auch kann. So, erstmal werde ich noch die Zwischenräume knacken. Ey, ich will nicht wieder hoch. So, hier den Zwischenraum. Über den Schalter zu gehen. Da ging wohl die Tür auf. Aber die befindet sich oben. Und hier gibt es weitere Fackeln. Yay. Dankeschön. Die Stelle ist auch wieder mies und hier oben gibt es wahrscheinlich einen Schalter. Ich hatte recht, was auch sonst. Dankeschön. So, hier gibt es keine Fackeln mehr, deswegen kann ich jetzt den Schalter aktivieren. Aber dafür gibt es eine Menge Gegner. Wow. Okay. Tot bist du. Hier gibt's schon wieder Fackeln. Oh Mann, ich habe keinen Bock mehr auf die Fackeln. Die werden mir zu langweilig. Ach, nicht so ein Roboter. Auf keinen Fall so ein Roboter. Was? Ich wurde von ihm erwischt? Na gut. Dann setze ich hier halt meine Z-Attacke ein. Dann wäre der zumindest schon mal erledigt. So. Ah, noch ein paar Ringe einsammeln. Gut. Hier befindet sich wahrscheinlich ein Geist oder... Nee, die Flamme geht an. Super. Hier noch die aus und die auch noch. Ja, sind alle beide aus. Hier die aus. Hier die aus. Und die Blume auf und reinspringen. So, wo sind wir jetzt gelandet? Okay. Ich drehe mich hier irgendwie im Kreis. Also die Räume sehen wirklich alle fast gleich aus. Hm, keine richtige Flamme. Den Schlüssel brauche ich nicht. Dort ist ein Geist drin. Noch eine Flamme. Was ist dort drin? Nix. Auch nicht schlecht. Zumindest 5 Ringe. Hier nix. Hier auch nix. Hier ist der richtige Weg. Okay, der letzte war der richtige Weg. Naja, der vorletzte. Dort gab es 2 Ringe. Oh mein Gott. Ich bin reich. Hier. Aus. Okay. Okay, ich weiß, wie du das meinst. Komm, Plattform, fall runter. Fall runter. Dankeschön. Ey, warte auf mich. Ich habe mich gerade hier wieder nach unten geglitscht. Ey. Komm. Ah, danke. Ich bin drauf. Okay. So, Tür auf. Oh, nee. Nicht so eine Scheißbahn hier.
Das sieht schrecklich aus. So, okay. Hier gibt es noch ein One-Up. Das ist sehr praktisch. So, dann fehlen uns hier nur noch 11 Stück. Und ich will erstmal auf die andere Seite kommen. Ja, okay. Mist. Ich hasse solche Bahnen. Okay. Hier ist auch wahrscheinlich der Schalter, der uns die Tür auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite öffnet. Also von uns aus gesehen jetzt rechts. Und, jo. Dort muss ich jetzt mal hingehen. Nee, Geister auch noch hier auf der Bahn. Das ist ja das Schlimmste ever. So, Richtungswechsel. Das war mir klar, das meine ich. Was soll die Scheiße? Okay. Ach, jetzt kommt so eine gleich so eine scheiß Laserwall. Und jetzt? Wie soll ich das machen? Kann ich den Laser vielleicht irgendwo ausschalten? Ah, ich habe eine Idee. Ich mache mich unsichtbar mit Espio und dann kann mir kein Laser was antun. Wow. Hier setze ich auf jeden Fall mal Z ein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, es geht. Hab mir mehr davon erhofft, aber reicht ja. Okay. Noch ein Level Up mit Vektor. Hier gibt es keine versteckten Räume mehr. Diese Flammen sind blau. Okay. Dann geht's jetzt hier runter. Oh nee, ganz viele Geister. Was auch sonst. So, Flamme, geh aus. Flamme! Dankeschön. Du auch. Du auch. Du auch. Ey. So. Und Blume auf. Und 5 Stück fehlen uns noch. Hoffentlich sind wir jetzt schon nicht am Anfang. Okay. Nein, wir haben eine vergessen. Eine einzige. Ohne Scheiß. Ich fühle mich verarscht. Haben wirklich eine vergessen? Ach nee, noch ein Roboter hier am Ende des Ganges. Wir haben eine vergessen. Okay, dann werde ich die mir mal holen. Aber erstmal werde ich dich hier bedingen. Z einsetzen. Boom, du bist tot. Wieso nur 5 Ringe? Na, gut, egal. Dich aus. Dich aus. Und Blume auf. Und wir sind wieder am Anfang. Okay, dann melde ich mich wieder, wenn ich die letzte Fackel gefunden habe. Bis gleich. So, hier bin ich wieder und ich habe mich ja fast tot gesucht, nur weil ich eine doofe Fackel an so einer doofen Stelle übersehen habe. Lol, was da explodiert. Sah zumindest gerade so aus. Also, es ist echt Wahnsinn. Ja, danke, gib mir meinen E-Rank her. Oder D-Rank ist auch noch okay. Aber schrecklich, oder? Man übersieht am Ende irgendwie eine Fackel und kann deswegen den ganzen Weg bis dahin wieder latschen. Aber gut. So, im nächsten Part läuft es auf jeden Fall besser. Da kommt es nämlich wieder zu einem Gegnerkampf von Eggman und ja. Da läuft es auf Leben. Mann, da läuft es auf jeden Fall wieder besser und okay, dann geht's das nächste Mal weiter. Macht's gut und ciao.